Noch einmal wiederholen, dass ich die Ausschreitungen, die gewalttätigen Ausschreitungen dort auf das Schärfste verurteile. Es gab dort eine aggressive, fremdenfeindliche Stimmung, die in keiner Weise akzeptabel ist. Es ist abstoßend, wie Rechtsextremisten und Neonazis versuchen, dumpfe Hassbotschaften zu verkünden. Aber es ist genauso beschämend, wie Bürgerinnen und Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch Mitlaufen diesen Dinge noch einmal unterstützen. Deutschland und Frankreich erwarten, dass alle Mitgliedstaaten die vollständige Umsetzung dieses Asylrechts auch wirklich realisieren. Hier geht es um die Registrierung, hier geht es um Mindeststandards der Unterbringung und es geht um eine Mindeststandards von Gesundheitsversorgung. Und wir bitten auch die Europäische Kommission, dafür Sorge zu tragen, wenn Mitgliedstaaten diese von uns allen bereits in Europa vereinbarten Bedingungen nicht einhalten, auch darauf hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass dies endlich geschieht. Und von denen, die ein Aufenthaltsrecht in der Europäischen Union haben, da muss es eine faire Lastenverteilung geben. Diese faire Lastenverteilung ist zurzeit nicht sichergestellt. Nous devons aussi mettre en œuvre un système unifié d'asile. Parce que c'est la condition dans un espace de libre circulation comme Schengen pour qu'il ne puisse pas y avoir de pays qui accueillent plus que d'autres en fonction de leur population. Nous devons aussi avoir une politique migratoire commune avec des règles communes et donc vérifier qu'il y a bien cette harmonisation.